Mit einem Großaufgebot an Sportwagen und PS-starken Boliden startete die Schloss Bensberg Supersports Klassik in ihre erste Runde. Mit 13 Marken waren die angesehenen Firmen dieses Segments vor der Kulisse des ehemaligen Jagdschlosses vertreten. Erstmals wurden aktuelle Hochleistungsautomobile und historische Sportwagen gemeinsam präsentiert. Den Besuchern gefiel der Spannungsbogen zwischen Historie und Moderne. Am Samstag startete, schon traditionell aufbauend auf die früheren Automobilveranstaltungen von Schloss Bensberg, die Rallye ins Bergische Land. Neu waren in diesem Jahr die modernen Vorabfahrzeuge. Ihnen folgten die Klassiker auf die rund 200 Kilometer lange Strecke. Beim Mittagsstopp nutzten viele Zuschauer die Chance, im Schloss Ereshofen diesen ungewöhnlichen Fahrzeugtross zu bewundern. Der Innenhof des Wasserschlosses verwandelte sich in einen Luxusparkplatz. Und immer wieder auch die sportlichste Variante aus dem Hause Bentley. Während die einen Rallye-Teams gerade zum Mittagsrast einfuhren, hieß es für die anderen schon Restart zur nächsten Etappe. Im Innenhof von Schloss Bensberg wurde standesgemäß die Zieleinfahrt mit einem Glas Champagner belohnt. Das Besondere an dem Schloss Bensberg Supersports Cars Event ist die Hyper- und Supersportwagen-Präsentation neuerer Fahrzeuge, die jünger sind als 20 Jahre. Für Automobilliebhaber hatten die Konzerne, Spezialisten und Autosammler unter der Regie des Magazins Autozeitung, Classic Cars und dem Schlosshotel Bensberg ein breites Angebot aufgefahren. McLaren, Lamborghini und Ferrari präsentierten ihre Schätze im Garten des Schlosses im linken Flügel der Anlage. James Bond hätte seine Freude gehabt angesichts der großen Auswahl an möglichen Dienstwagen der Marke Aston Martin. Bentley spannte den Bogen vom dynamisch luxuriösen Bentley R-Type zu den heutigen Luxusgefährten wie dem Bentley Continental Supersports mit 710 PS. Um gegen die Supersports-Elite seiner Zeit anzutreten, baute Jaguar einst den XJ220. Ein Versuch, das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug zu bauen. Die Besucher der Schloss Bensberg Supersports Klassik durften eines der Exemplare bei Jaguar bestaunen. Daneben auch der neue Jaguar F-Pace und der F-Type mit kompressorgeladenem V8-Aggregat. Porsche-Experte Ruf glänzte mit seiner eigenen Reihe an Showcars, darunter auch der Weltrekordwagen Yellowbird und der allererste Porsche 901, der auf dem Frankfurter Automobilsalon gezeigt wurde. Die französische Marke Alpine stellte erstmals ihr neuestes Modell in Deutschland der Öffentlichkeit vor.
Daneben zeigten sie legendäre Vorgänger wie die Renault Alpine A110 oder die Alpine A310 V6. Der Sonntag der Schloss Bensberg Super Sports Cars Classics stand ganz im Zeichen des Konkurs. Traditionell wird durch eine Fachjury das Fahrzeug gewählt, das den Geist der Veranstaltung am besten verkörpert. Auch die Zuschauer durften ihren Favoriten wählen. Unter den ausgestellten Fahrzeugen befanden sich einige echte Preziosen. Das Ferrari 250 GT Buono Prototyp Coupé, Baujahr 1956 mit Pininfarina Karosserie, wurde nur 9-mal gebaut. Einer der frühen Prototypen war das bei SPSC gezeigte Exemplar. Auch wenn der Prototyp das Logo von Pininfarina trägt, wurde die Karosserie aus Fertigungsgründen bei Buono gebaut. Neben dem Ferrari waren auch noch weitere Prototypen und Einzelstücke vor der Schlosskulisse zu sehen. Darunter auch der Jaguar Biondetti Speziale von 1950. Zwar ziert ein Jaguar-Logo die Front des Fahrzeugs, aber Clemente Biondetti hatte sich für die Rennteilnahme an Grand Prix und Mille Miglia die Technik des Jaguar C-Types in das Chassis eines Ferraris eingebaut. Gleich daneben stand der in Bayern gefertigte DKW Turner RSR, Baujahr 1971. Ein Einzelstück, aufgebaut auf der NSU 1200C Bodengruppe mit einer Kunststoffkarosserie. Der kleine Flügeltürer ist mit einem 80 PS starken NSU TT Reihenvierzylinder mit Einspritzanlage ausgestattet. Ein reines Experiment- und Prototypenfahrzeug war der Mercedes-Benz C111 von 1970. Diese Prototypen wurden vor allem als Testfahrzeuge für Kunststoffkarosserien, Turbolader, Wankelmotor und Dieselmotoren verwendet. Mercedes-Benz Classic hatte eins der Serie 2 Modelle zum Konkurs gebracht. Der Ferrari Sparo Tornado SB2 Prototyp wurde für den Genfer Automobilsalon 2005 entworfen. Die bei Sparo gestaltete futuristische Karosserie sitzt auf dem Chassis eines Ferrari 456 von 1994. Direkt daneben ein weiterer Prototyp, der Pizzarini BZ 2001 von 1991. Auch hier diente ein Ferrari-Chassis als Basis für die formschöne Pizzarini-Karosserie. Dieses Fahrzeug konnte die Jury überzeugen und so fuhr der Besitzer mit diesem Einzelstück in seiner Klasse auf den ersten Platz zur Preisverleihung. Ältestes Fahrzeug im Feld war der Invicta 4,5 Liter von 1931. Sammler Peter Hayden brachte einen Alfa Romeo 6C 2500 von 1953 mit einer außergewöhnlichen Karosserie von Carrozzeria Garavini. Damit erhielt das formschöne Cabriolet den Siegerpreis in der Klasse Vorkriegsfahrzeuge. Natürlich dürfen bei einem Konkurs für Supersportwagen die echten Rennboliden nicht fehlen. Mehrfach am Tag leisteten sich die Ford GT40 Besitzer ein kleines hubraumstarkes Motorenkonzert, das die Besucher in Scharen anzog. . 1964 ging ein Porsche-Team mit einem Porsche 911 auf die Rallye Monte Carlo. Bei der SBSC war dieser Rallye Monte Carlo Porsche im Baujahr 1964 aus dem Porsche-Museum zu bestaunen. Den Beinamen Batmobil erhielt der BMW Alpina 3,0 CSL wegen des übergroßen Spoilers auf dem Heck des Rennboliden.
Die Fachjury wählte den Porsche 356 American Speedster von 1958 für den begehrten Preis Best of Show. Eine bewusste Reminiszenz an das Porsche 356 Rennfahrzeug mit Trautz-Karosserie, mit dem Joe Buzzetta 1961 unter anderem die amerikanische SCCA National Marlboro Championship gefahren ist. Der Preis des Publikums ging an das Porsche 356 B Cabriolet mit Polizeiausstattung, Baujahr 1961.